Willkommen zurück, liebe Freunde, bei I am alive. Oh ja, ich sag das immer noch mit schöner Stimmung. Hoffe ich zumindest. Kann man hier oben lang? Man kann es öffnen, auf jeden Fall. Ob das so gut ist? Gott, es ist schwer. Oh toll, jetzt bleibt es natürlich oben. Ein Paradox für sich. Jetzt haben wir nur noch einen Schuss. Irgendjemand ist hier bestimmt. Aha. Aha, zwei Leute sind hier. Soweit, wie ich jetzt gesehen habe. Sind vielleicht ein bisschen mehr als zwei Leute. Fuck, Alter. Fuck. Wie soll man das denn überleben? Und wir können nicht mal hier unten irgendwas sammeln. Ja, leck mich doch am Arsch. Wir müssen also da vorbei. Oh mein Gott. Da gehen wieder 10 Tote für drauf. Das weiß ich jetzt schon. Scheiße, Mann. Scheiße. Okay, Freunde. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen Schmerzmittel nehmen. Und noch irgendwas anderes, was uns Leben bringt. So. Wir ducken uns jetzt. Gucken um die Ecke. Eins, zwei, drei. Oh Gott. Shit, he's dead. We need to find who did this. Wecke, wecke, wecke. Bleiben jetzt hier unten stehen. Und hoffen, dass die uns nicht finden, beziehungsweise, dass die nicht die Pistole von dem Typ aufheben. Das hätte ich noch beachten sollen. Scheiße. Aber gut. Ja, dann dürfen wir uns eigentlich nicht so weit wegbewegen. War auch ein bisschen doof jetzt. Bücken wir uns nochmal und gucken mal um die Ecke. Können wir nicht. Da, da kommt einer. Freunde, ruhig. Psst. Alter! Was ein Motherfucker! Oh, Alter, wir sind sowas von tot. Scheiße. Können wir kämpfen? Kämpfen, 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 Junge, kämpfen! Geht nicht, na super. Oh mein Gott. Dann hilft jetzt nichts anderes, wir müssen jetzt wirklich dahin. Oh, wir hätten ihn töten sollen. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe. No need for that, really. Oh mein Gott, wir überleben es nur wieder ganz knapp. Oh. Oh. Dafür hätten wir vielleicht Pfeil und Bogen nehmen sollen, aber naja. Mein Herz, Alter, mein Herz, mein Herz. Das hat natürlich alles andere als gut geklappt. Jetzt haben wir natürlich richtig die Arschkarte. Wenn jetzt wieder irgendwas kommt, stehen wir scheiße da. Aber wir haben es überlebt. Das ist natürlich ein Vorteil, ne? Öffnen erstmal diesen scheiß Raum hier. Gehen wir erstmal woanders lang. Das sieht mir ein bisschen zu unsicher aus. Da warten bestimmt nochmal so 10 Leute. Gehen wir mal hier hoch. Krapsch mal an der Stripperin rum. Hallo. Okay, die scheint keine Beschwerden zu haben. Die braucht also auch nichts. Hier sind ein paar Spielautomaten. Einarmiger Bandit. Gehen wir mal ein bisschen zocken. Hier gibt es nichts zu holen. Ich glaube, das ist das Bett der Liebe hier. Womit sie sich danach vergnügt hätten an den Frauen. Aber naja. Vielleicht noch mal ein bisschen warten sollen, bevor die Action losgegangen wäre. Hätten wir bessere Chancen gehabt. Naja, ja. Wir haben 0 Munition und einen Pfeil. Das ist richtig geil. Damit können wir das ganze Hotel auseinandernehmen. Ein Schuss und das Hotel fliegt weg. Oh, Freunde, ganz leise sein. Psst. Nicht reden. Luft anhalten am besten.
Machen wir jetzt. Hier ist ein Raum, das ist gut. Hier geht's hoch und runter, das ist schlecht. Hier geht's. Oh. Toll. Fleisch. Rattenfleisch. Sehr lecker. Müsst ihr mal probieren. Hab ich auch schon ein paar Mal probiert. Das schmeckt also richtig wunderbar. Da ist eine Frau drin. Nee. Oh, ich dachte, so eine Frau. Ich habe das Gefühl, irgendjemand ist hier drin. Und irgendwie lag ich falsch. Gut. Kann ja auch mal passieren, ne, Freunde? Na, scheiße, das Schloss müssen wir aufschießen. Schlecht. Oh! Alter! Bitch, Junge. Bitch! Ich dachte echt, hier ist keine Sau, aber irgendwie... Boah, wir haben aber dafür 4 Schuss aufgehoben. Woo! Was ist denn da los? Naja. Öffnen wir die Scheiße lieber. Hallo? Was ist das? That'll come in handy. Dankeschön. Adrenalinspritzen haben wir noch nie benutzt, fällt mir gerade auf. Hier ist eine Waschküche. Someone out there needs this. Eine Trinklösung. Und noch eine Wasserflasche. Also, hier, hör mal, das war jetzt wie Weihnachten irgendwie. Auch wenn ich jetzt gerne Barrette oder irgendwas hätte, aber man kann ja nicht alles haben, ne, Freunde? Oh, wir haben eine komplette Karte. Die hätte man vorher natürlich mal nutzen können, aber naja. Inventar. Das bringt uns natürlich nur Ausdauer, das ist doof. Das bringt uns nur Ausdauerkapazität, das bringt uns dies, das. Ist mir aber eine Ratte, was soll's. Ach Gott. Ich krieg das Kotzen bei diesem Spiel, das ist ja nicht mehr schön. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Treppenhaus. Runter kann man hier nicht. Also sollten wir auf jeden Fall erstmal runter. Hier hinten. Das halte ich mal für die bessere Lösung erstmal. Denn ich glaube, dass wir da noch ein bisschen was abstauben können, ohne große Gefahr. Also ich hoffe es zumindest. Ich spanne schon mal den Bogen. Aber nicht den Bogen überspannen. Beim 10. Mal wird es immer witziger. Nee, irgendwie ist hier keiner. Not many people around here. I'd have more chance to find her upstairs in the bedrooms. Ups. Entschuldigung. Also ich hätte jetzt hier eigentlich auch ein paar Leute erwartet, aber okay. Aber man darf nicht zu sicher sein. Das heißt, wir spannen mal den Bogen. So. Mal kurz um die Ecke ragen. Gucken, gucken, gucken. Wie geht's noch weiter runter? Alter. Was für eine Ebene sind wir denn jetzt hier? U1? B1. Okay. Wir gucken jetzt nur erstmal, ob die Gegend sicher ist, bevor wir jetzt hier im Klammern gucken, ob man irgendwas plündern kann. Hier ist die Garage. Ist natürlich ein guter Ort eigentlich. Die Tiefgarage. Die Frage ist jetzt nur, ob hier irgendjemand ist. Ich glaube aber nicht. Es sieht ziemlich sauber aus hier auf jeden Fall. Da vorne ist was zu holen. Das ist gut. Dann halte ich die Gegend jetzt mal hier für sicher. Was ist es? Zigaretten aufgehoben. Na super. Ist ja irgendwas, was man am allerwenigsten braucht, ne? Naja. Man hilft ja damit Leuten und holt sich eine Wiederholung. Also von daher ist es ja okay. Hoffentlich hat unser Tod jetzt keine Nachteile von letztes Mal. Von welcher Folge waren es überhaupt? Das weiß ich gar nicht mehr. Scheiße. Ich nehme ja gerade komplett am Stück auf. Und dementsprechend weiß ich darüber nicht Bescheid. Aber hier ist abgesperrt. Vielleicht finden wir hier noch irgendeine Kleinigkeit. Das wäre auf jeden Fall schon mal schön. Ja, aber ich glaube nicht. Aber nicht versagen. Masterfragen. Und. Nee, nichts. Schade. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir uns von da aus irgendwie anschleichen konnten, aber können wir nicht. Wobei man natürlich nochmal gucken kann, was hier oben ist.
Paul, hier ist zu. Hätten sie eigentlich überall richtig absperren sollen, dann hätten die es viel, viel sicherer gehabt. Aber so ist das ja, ne? Sie sind dumm. Wir sind natürlich hochintelligent. So viel steht fest. So, Freunde. Passen wir jetzt wieder gut auf. Hier ist die Tür zugenagelt. Hier hat jemand genagelt. Okay. Der war so flach wie mein Leben. Alter, hier ist immer noch nichts. Also die Frau müsste ja hier sein. Logischerweise. Es müssten hier auch die meisten Leute sein. Dass man nicht stumm war, da weiß ich auch nicht weiter. Ganz schnell aufheben. Hier ist ein Schlafzimmer. Wo könnten wir hier lang gehen? Hier ist eins offen. Hier ist aber niemand. Oder? Hallo? Nein, hier ist niemand. Gut. Was ist denn das? Eine Wiederholung! Bam! Alter, das ist hier ein Massaker gewesen. So ist noch wahrer Sex. Wenn man am Ende so aussieht, dann hat man die Frau richtig mitgenommen, sagen wir es mal so. Da wisst ihr wenigstens, okay, ich hab's geschafft, die ist gekommen, fertig. Wenn sie nicht so aussieht, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Dann habt ihr es einfach nicht drauf, Freunde. Oh, Alter. Da wurde eine Frau oder ein Typ an der Wand genagelt. Kann natürlich auch passieren. Das könnt ihr doppeldeutig verstehen, wie ihr wollt. Okay, das haben wir schon mal gut geschafft. Wir leben noch, das ist ja ganz okay. Alter, das ist doch, wo will man denn hier Sex haben? Wo wird man denn hier geil? Ich bitte euch. Let me down. You promise to behave? Sure, whatever you say, just let me down. Don't touch me. Do you hear me? Don't touch me. Alter, wo bist du? Don't be like that. You know, I can make your life a lot easier if you just cooperate. Don't hurt me. Don't kill me. Oh, Alter, bin ich doof. Hey, who's that? Fotze, Alter. It was you, right? The one you shot? You must be my guardian angel. You saved my life. So you're searching for your wife. You know, when the ash cloud came, some folks decided to stay. They wouldn't leave without their lost relatives. If your wife found... Wartet mal, Freunde, wir machen das anders da. Oh, wenigstens tun sie Kameras aufnehmen. Wir lassen sie jetzt von irgendjemandem erschießen. Denn das war richtig scheiße. Komm her, töt mich einfach. Töt mich! Dann bist du halt so getötet in den Box. Töte du mich, komm, los, auf! Danke! Wow, wie viele sind das? 4 Stück! Okay, beim nächsten Mal wissen wir schon mal Bescheid. Das sind 4 Stück. Und alle haben eine Machete in der Hand. Dann können wir mit einer Pistole gut abgehen. Als erstes würde ich gerne die Frau retten, natürlich. Wir müssen, glaube ich, schon mal hier lang. Es kann sein, dass wir nämlich hier nichts abgreifen. Ja, genau. Hier holen wir uns die Wiederholung zurück. Also haben wir kein Verlustgeschäft gemacht. Wir sind klug. Hier können wir nochmal schnell duschen gehen, weil hier stinkt es ganz schön. Aber das macht ja nichts. Wir kümmern uns jetzt hier um das Wesentliche. Und ich habe das natürlich nicht gesehen. Dass der hier aus der Tür rauskommt, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich würde mir den so treffen. Don't touch me! Do you hear? Don't hurt me! Don't kill me! Wir hätten warten sollen, bis sie die Tür aufgemacht hätten, oder? Doch, es geht. The one who shot? You must be my guardian angel. You saved my life. So you're searching for your wife. You know, when the ash cloud came, some folks decided to stay. They wouldn't leave without their lost relatives. If your wife found a safe spot or banded with a group, then she's probably somewhere in Haventon, waiting for you. You never know, but if that's the case, she's probably not downtown. There are too many gangs around. Alles klar, wissen wir schon mal Bescheid. Warum können wir diese Kamera nicht mitnehmen als Wiederholung oder sowas? Das wäre cool. Hey, Chaya, eigentlich habe ich das gut bei dir. Oha, wer steht denn auf Erhängen? Naja, gut, ist auch ein Fetisch halt, ne? Jedem das Seine. Was ist eigentlich hier jetzt? Hab ich gar nicht geguckt richtig. Ah, hier liegt ein Typ, ist okay. Kann man hier runter?
Naja, auf jeden Fall würde man nicht mehr hochkommen, so viel steht fest. Also, hier war ja dieser Raum mit den ganz vielen Leuten. Hier vorne kommt er jetzt. Wie lösen wir das Problem? Wir können sie nicht alle erschießen, versteht ihr, was ich meine? Scheiße. Wir müssen die irgendwie anlocken. Und dann Stück für Stück erstechen oder sowas, was weiß ich. Hey, who's that? How the hell did you get here? Whoa. Bast, Alter. Oh, ich hab verfehlt, Mann. You'll get yours. Oh. Oh mein Gott, wie kann man schon wieder nur so doof sein, Alter? Bitch, geh weg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe wieder mal viel zu viel Munition verschwendet, natürlich. Das ist halt der Master 3D, ne? Der. Was? Achso, es war der eine, ne? Den wir ja schon angeschossen haben. Yeah. Ah, toll, jetzt können wir bluffen. Hallo? Müssen wir den einen Typ töten, bevor er aufsteht, oder was ist hier los? Vielleicht können wir ja dann irgendwie helfen, ich weiß es ja nicht. Wo ist denn der Penner, der hier so rumgammelt? Was ist denn hier? Hey, you! I can see you! Oh. Komm, wir lassen uns jetzt von den töten, scheiß drauf. Verdammte Scheiße hier. Ist mir zu doof einfach. Ja, ja, lässt einen Kontrollpunkt laden, leck mich. Okay. Ach scheiße, wir fangen schon wieder von hier an. Das ist natürlich doof jetzt. Egal, wir tun das jetzt kurz wiederherstellen. Was? Wir dürfen die Spionung aufheben? Was? Ach, ich glaube, weil wir die Frau schon gerettet haben, ne? Die müsste schon gerettet sein, glaube ich. Gucken wir. Nee. Oh, Alter. Egal. Wir lassen es nochmal sterben. Scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf. Als wir letztens die Pistole von dem aufgehoben haben, war sie leer. Naja, meine Freunde, bis zur nächsten Folge. Euer Master 3D. Tschüss.